Moin Leute, Luke hier und willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar Project Zero, Priesterin des schwarzen Wassers. Oh mein Gott, ich habe lange auf das Spiel gewartet und endlich ist es hier. Ich habe schon mal ein paar Sachen eingestellt. Ich habe auch eben schon mal ein bisschen gespielt. Was ich einmal sagen will zu den Einstellungen ist nur, dass ich Audio auf Japanisch habe. Es ist Englisch-Japanisch halt und ja, wir machen Japanisch und Untertitel ist automatisch Deutsch, soweit ich weiß. Mehr gibt es eigentlich nichts einzustellen. Und so viel kann ich zu dem Spiel eigentlich nicht sagen. Deswegen fangen wir einfach mal an. Ein neues Spiel. Mir eigentlich egal. Los geht's. Prolog. In den Tiefen des Wassers. Mio Hinasaki. Lockruf. Im Gebiet um den Hikami-Berg haben sich die Fälle von Menschen, die auf mysteriöse Weise spurlos verschwunden sind, angehäuft. Eines der Opfer ist Mio Hinasaki, die eines Tages plötzlich in einem alten, halb überfluteten Gebäude erwacht. Ich muss von hier verschwinden. Okay, ja, die Kamera bewegen wir mit dem rechten und uns mit dem linken Stick. Und jetzt müssen wir zum Ausgang, der da drüben ist. Oh mein Gott. Ich muss einen Ausgang finden. Okay, gut. Hinter uns ist schon mal nicht. Also ich muss sagen, die Steuerung ist am Anfang echt ein bisschen, ja, ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Hinter dem Gitter ist eine Höhlenwand. Ich kann einige Steinstatuen in der Dunkelheit erkennen. Ich bin also unter der Erde. Wie komme ich bloß hier raus? Das würde ich auch gern mal wissen. Okay. Ja, jetzt wird mir gesagt, wie ich rennen kann. Gleich. Am Ende des Gangs kann ich Licht sehen.
Vielleicht führt dieser nach draußen. Sie verfolgen mich. Ich muss hier raus. Die haben doch die Haare vor den Augen gehabt, oder? Oh nein, sie kommen. Oh Gott. Okay. Ich weiß immer noch nicht, wo wir sind. Wir sind ja in diesem Haus aufgewacht, war da ja, ne? Hab nur ich das Gefühl, oder ist das Spiel jetzt schon so übelst krank und wird mega nice? Ich weiß es schon. Aber diese Bilder eben waren schon ziemlich krass, oder? Miu Hinasaki ist verschwunden. Niemand konnte ihre Hilfeschreie hören, als sie in einem Schrein auf den Gipfel eines... Ich kann so schnell nicht lesen. Dieser Berg ist der Schauplatz der Ereignisse dieser Geschichte. Wir folgen den Schicksalen dreier Personen. Yuri, Ren und Miu. Es ist eine haarsträubende Geschichte über das Übersinnliche. Project Zero, Priesterin des schwarzen Wassers. Erster Tropfen, eine verschwundene Spur. Yuri Kusukata.
Schattenwahrnehmung. Unter den Bewohnern der Dörfer am Fuße des Hikami-Bergs wurde eine einzigartige Gabe von Generation zu Generation weitergereicht. Als Schattenwahrnehmung bezeichnet, erlaubt diese Gabe es ihnen, die Schatten oder auch Spuren derer nachzuverfolgen, die auf unerklärliche Weise verschwunden sind. Dies ähnelt den Praktiken in der Psychometrie in anderen Teilen der Welt. Yuri Kosukata begleitet ihre Mentorin Hisoku Kurosawa, eine solche Meisterin der Schattenwahrnehmung, zu einem verlassenen Gasthof auf dem Hikami-Berg. Mit der Vermutung, dass Yuri mit der richtigen Ausbildung ein wahres Talent für die Kunst der Schattenwahrnehmung entwickeln könnte, beschließt Hisoka, sie bei einem ihrer Aufträge mitzunehmen.探し物は多分ここよ。ここから先はあなたがやってみて。これを渡すわ。このカメラは見えないものを映し出す遮影器。なくしたものを探す手がかりを見つけられる。これがあなたの初めての仕事。 あなたならできる。少し練習しておきましょう。扱いは普通のカメラと同じ。構えて何か撮影してみて。 普通のカメラと同じよ。ファインダーを覗いてシャッターを押すだけ。遮影器が映し出すもの隔離よ、つまり隠された世界。それはどこよ。死後の世界に近いもの。見えてしまうのにあまり深く関わらない。気をつけないと隔離よに引き込まれてしまう。 にぎやかではなかった。以前はこんな場所じゃなかった。かつて霊場として崇められていた山がやがて観光地になり、今は自殺の名所。訪れる人はそういう人ばかりになった。 Du hast das Leichenfoto erhalten.
焦らないで慎重に行きましょう。さあ、中に入って。Okay, wow. Es war ein bisschen komisch. Ich muss sowieso jetzt mal gucken, wie ich das mache. Denn, ja, ich sitze ein bisschen blöd. Dafür, dass ich die Kamera so, also ich mache es mit dem Gamepad. Vielleicht sollte ich das dann ausstellen. Soll ich ein bisschen, ich habe halt direkt vor mir. Ich habe halt direkt vor mir den Schreibtisch. その写真はここで発見されたものらしくて、他にもないか調べてほしいそうよ。Okay, da war was. Wo genau war das? Oh mein Gott. Da.Unzählige Bretter wurden vor die Fenster hier genagelt. Durch die Ritzen dringt ein wenig Licht, doch ist es hier trotzdem noch ziemlich dunkel. Das stimmt, deswegen brauchen wir auch eine Taschenlampe. Und wo muss ich jetzt überhaupt lang? Ich weiß auch nicht, muss ich hier was fotografieren auch irgendwie mal? Ich kann halt nicht. Ich gucke jetzt auf den Fernseher. Und wie gesagt, der Schreibtisch ist genau...im Weg, also könnte ich nicht mal ebenso aufs Gamepad gucken, muss immer mit dem Kopf zurückgehen, aber dann habe ich ja nicht mehr, dann spreche ich hier nicht mehr rein, ja? Das ist ein bisschen kompliziert. Was ist das da? Das sieht irgendwie komisch aus, oder?Okay. Hoffen wir, dass es Wasser ist, aber das macht auch nicht so viel Sinn. Wieso bewegt sich das Wasser so? Müssen wir jetzt die Leiche finden oder was ist jetzt unser genaues Ziel? Holzreste liegen am Ende des Gangs.Das Wasser muss sie hierher gespült haben. In der Wand befindet sich ein Loch. Dadurch kann ich den nächsten Raum sehen. Er sieht genau so überflutet aus. Das stimmt. Kann ich hier im Wasser laufen? Nee. Aber hier wieder. Hiermit bedanke ich mich fürs Schauen des Project Zero Parts. Ich hoffe, er hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.